Einen wunderschönen guten Morgen und einen tollen Start in die neue Handelswoche. Hier ist Mike Seidel und ich präsentiere im Namen von Tickmill die täglich neuen Handelsideen. Ich hoffe, Sie hatten ein angenehmes und entspanntes Wochenende und hatten vielleicht auch die ein oder andere Minute Zeit, Ihre Märkte zu scannen nach interessanten Ideen innerhalb der Charts. Das ist ja auch der Grund für unsere täglichen Handelsideen hier. Wir wollen Ihnen hier einfach zeigen, wo es Sinn macht, einmal genauer hinzuschauen, um vielleicht den ein oder anderen Trade aus dem Markt zu ziehen. Bevor wir mit dem Inhalt des Webinars beginnen, wie immer der Risikohinweis. Sie wissen, der Handel mit Forex und CFD auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Ja, die letzte Handelswoche, liebe Zuschauer, wie war die so? Klar, die Preise sind ein wenig gestiegen. An wichtige Punkte, ich hatte es im Freitagswebinar auch schon erklärt, was an den Indizes gerade auch los ist. Es war ein Tag, der relativ wenig Schwankungsbreite in den Indizes aufgewiesen hatte. Der Goldpreis ist etwas angestiegen. Er hat die Vortagesverluste vom Donnerstag zu ungefähr 50% wieder wettmachen können. Und der Ölpreis, der ist ja in der letzten Woche doch stark im Fokus der Anleger auch gewesen. Er konnte sich auf dem hohen Niveau halten. Wie es diese Woche weitergeht, man weiß es noch nicht. Man munkelt so ein bisschen, die unsichere Lage in Syrien könnte dafür sorgen, dass etwas weiter Druck auf den Ölpreis steigt. Ob es so kommt, wir wissen es nicht. Das sind so die Vermutungen. Von der Seite her werden wir sehen, was die Märkte uns in dieser Woche bringen. Dann schauen wir auch einmal in der heutigen Marktvorbereitung direkt auf die Nachrichten des Tages. Und zwar sind die wichtigsten hier die Einzelhandelsumsätze in den USA. Sie sehen es hier an dieser Stelle. Um 14:30 Uhr deutscher Zeit bekommen wir die Informationen über diesen Markt. Diese Handelswoche, denke ich, wird auch ziemlich stark im Fokus der EZB stehen. Wir haben ja am Mittwoch und Donnerstag einige Informationen rund um die EZB. Da werde ich dann an den entsprechenden Tagen definitiv auch nochmal darauf eingehen. Wir haben heute am Nachmittag bzw. am frühen Abend um 18 Uhr. Ich schaue gleich nochmal in den Kalender, genau um 18 Uhr und um 19:15 Uhr, auch deutscher Zeit, gibt es noch einige Informationen seitens des FOMC. Da gibt es einige Reden, die in den USA gehalten wird. Die können immer mal ein bisschen dafür sorgen, dass das ein oder andere Quäntchen an Bewegung in den Markt hineinkommt, um einfach hier auf der Lauer auch zu liegen. Also hier diese Dinge. Aber die wichtigsten, denke ich, werden auch für die Wirtschaft der USA, die wichtigsten Dinge kommen heute um 14:30 Uhr. Das heißt, vor Beginn der Handelszeit. Das kann auch ein etwas spannender Nachmittag an den Indizes dieser Welt auch werden. Was habe ich für Sie heute vorbereitet? Sie können es im Blog auch sehen. Ich habe heute geschrieben, Trading-Ideen über die Währungspaare US-Dollar, Kan-Dollar, Euro, britischer Pfund und britischer Pfund, japanisches Yen. Da schauen wir einfach einmal in die Charts hinein und lassen uns mal zeigen, was der Markt hier gemacht wird, beziehungsweise gemacht hat. Wie immer, auch der Fokus über mehrere Zeiteinheiten, weil die Dinge, die wir hier natürlich finden, die sind für unterschiedliche Trader auch möglich, in unterschiedlichen Zeiteinheiten zu traden. Von der Seite her auch hier beim Währungspaar US-Dollar, Kan-Dollar, der Blick vom großen auf das etwas kleinere Bild. Im großen Bild, ich sehe hier gleich im Chart, beziehungsweise Sie sehen die Chart direkt, ich habe mal angekreuzt oder eingezeichnet für hier in grün, dieser schöne große Aufwärtstrend, der in seinen Bewegungs- und Korrekturarmen auch wunderbare Trends mit hervorgibt, dass wir auch sehr schön sehen können, wann beginnt denn so eine Bewegung, wann endet eine Korrektur. Also alles hervorragende Dinge auch zu sehen. Hier ist also die Richtung nach oben im Moment auch vorgegeben. Das heißt, das übergeordnete Bild ist hier long im großen Bereich. Das kleinere Bild ist die spannende Situation und da zoome ich auch direkt einmal in den Chart für Sie rein. Was macht es so spannend? Schauen Sie, wir haben hier eine relativ tiefe Korrektur, auch für diejenigen von Ihnen, die auch gerne mal mit den Fibonacci-Indikatoren anarbeiten. Ich habe mir das hier ein bisschen für mich selbst auch angeschaut.
angepasst, damit ich sehe, wenn Umkehrsignale kommen aus den Korrekturen heraus, dann ist das für mich immer besonders spannend zu sehen, wenn die Korrekturen in den tieferen Bereichen liegen. Aus diesem Grund habe ich mit den Fibonacci etwas angepasst. Das können Sie im MetaTrader bei Tickmill auch sehr, sehr schön selbst machen. Wenn dazu Fragen sind, da können wir gerne auch freitags im Education-Teil einmal eingehen. Also stellen Sie ruhig solche Fragen, da können wir auch etwas Technik hier beleuchten. Also zurück zum Chart, was war hier spannend? Sie sehen selbst, die Korrektur ist schon ordentlich weit runter gelaufen. Wir haben hier um die Marke von, was haben wir hier, 1,25880, irgendwo in diesem Bereich, wo dieses Rechteck hier gezeichnet ist, dieses Grüns, haben wir eine Marke, wo der Kurs schon immer mal mit diesem Preisbereich auch gearbeitet haben. Und spannend ist hier die Situation, dass wir in der letzten Woche hier eines meiner Lieblingsumkehrmuster im Chart hatten, wo der Chart sagt, hey Junge, guck mal einfach in die kleinere Zeiteinheit hinein und schau dir mal an, was hier passiert. Also leg mal den Fokus auf mich und das ist genau das, was ich hier in dieser Situation gesehen habe. Wir haben jetzt hier den Markt weit runtergelaufen und Sie sehen es, die vielen grünen Kerzchen hier unten, die zeigen uns ansteigende Märkte. Und was ich da immer in diesem Bereich sehr, sehr gern mache, ist, ich schalte einfach mal runter, einen Gang quasi, eine Zeiteinheit nach unten in die Stunde hinein und da sehen wir eine sehr, sehr spannende Situation. Was macht das Ganze so spannend? Ganz klar, ich zeige Ihnen mal hier den letzten Rutsch der Bewegung im Abwärtstrend an, dann noch eine kleine Korrektur, dann hatten wir hier noch ein Stück weit Bewegung. So, und jetzt sehen wir eine tolle Situation und zwar hier der Markus, der stieg nach oben an. Ich hoffe, jetzt treffe ich das richtige Feld. Nein, ich nehme das nächste. Der Markt stieg sehr, sehr schön nach oben an. Schon in diesem Bereich hier oben rein, um dieses letzte Hoch hier oben in diesem Widerstandsbereich rein. Das heißt, das Korrekturhoch dieses Abwärtstrend ist jetzt mittlerweile erreicht und wir stehen im Währungspaar hier tatsächlich jetzt kurz davor, einen Aufwärtstrend zu machen. Und wenn dieser Aufwärtstrend nach oben läuft, dann bricht er auch diesen Abwärtstrend. Das heißt, die Stunde ist dann schon wieder aufwärts gerichtet. Das heißt, das sind die ersten Tendenzen zu erkennen, wenn die Stunde schon wieder in Richtung des übergeordneten großen Aufwärtstrends läuft. Dann ist das eines der schönen frühen Signale, wo wir hervorragend reintreten können. Und wenn der Markt das tatsächlich spielt und sieht den Fokus, Sie haben, dann sehen Sie auch, wo der Markt mit hinlaufen kann. Das heißt, im kleinen Bild sehen Sie hier natürlich in diesen großen Kerzen nicht ganz so viel, wo interessante Bewegungsmuster sind. Aber hier im Tageschart sehen Sie schon mal die von mir eingezeichneten Marken. Hier haben wir es mal gegeben, irgendwo um den Bereich von 1,27, 1,27, 1 und dann hier oben, wo einfach mal die Kurse auch schon öfter hingelaufen sind und nicht so richtig hoch wollten. Das sind dann die nächsten Widerstände um die knapp 1,28. Und für die von Ihnen, die das Ganze gerne auch im kurzfristigen Bereich traden, also den jungen Trend in der Stunde, da ist es natürlich interessant zu sehen, was kann der Markt dann uns hier in Zukunft bringen, wo könnten Käufer warten. Und das ist auch ein Bereich, der ist extrem spannend und sehr gut zu sehen. Schauen Sie hier, haben Sie direkt auch im Stundenchart die entsprechenden Marken auch liegen. Ich zeichne Ihnen das jetzt einfach mal ein, wo Sie dann entsprechend auch Ziele im Markt suchen können, wo der Markt hinlaufen kann, also solche Widerstände oder von der Unterseite her Unterstützung können Sie natürlich hervorragend finden, einfach mit Blick in eine kleinere Zeiteinheit. Also Sie sehen hier US-Dollar, Kan-Dollar. Wir müssen sehen, was der Markt spielt, ob der Trend nach oben erstmal anfängt zu laufen und das Umkehrsignal auf Tagesbasis bestätigt. Bleibt spannend, auf alle Fälle ein Wert, wo sich das Hinschauen definitiv auch lohnen kann. Ja, das zweite Währungspaar, was ich für Sie vorbereitet habe, ist Euro-Britischer Pfund. Auch das ziehe ich direkt einmal für Sie in den Chart auf Tag und Stunde hinein. Euro-Britischer Pfund einmal im Tag und einmal in der Stunde. Tag hat noch nicht geklappt, jetzt haben wir es da. Übrigens blende ich diese Marktübersicht immer relativ einfach ein. Steuerung und M blendet sie ein und wieder aus. Das können Sie auch sehr, sehr schnell zu Hause machen, wenn Sie die Märkte sich anschauen und immer mal ein Symbol auf diese Art und Weise wechseln möchten. Was haben wir jetzt hier in diesem Chart zu sehen? Ich zoome mal etwas kleiner, damit Sie sehen, was ich hier auf der Uhr habe. Das heißt, was ist hier für mich interessant gewesen? Sie sehen es schon. Zum einen einmal ist hier ein Pfeil an dieser Kerze. Das ist eine schöne Umkehrkerze, eine Hammerkerze, wo wir sehen, okay, erstmal auf den Punkt gebracht, der Markt hat dort geschlossen, wo er eröffnet hat. Das ist Nummer 1. Nummer 2, der Markt ist tief runtergelaufen und komplett wieder umgekehrt. Das heißt, das war so eine Intraday-Preisumkehr. Ist immer ein bisschen interessant zu sehen, schaue ich ganz gerne hin, weil wenn sich ein solches Signal bestätigt, dann kann
kann es zu einer Gegenbewegung kommen. Aus diesem Funkfeld habe ich das jetzt mal hier in den Fokus hineingelaufen. Dann sind wir hier im Endeffekt in einem Bereich, wo schon mal eine leichte Unterstützung gewesen ist. Bricht dieser Bereich hier unten durch, Sie sehen es selbst auch im Feld, dann haben wir die nächsten Unterstützungen aus dem Chart bei 0,86, 0,51 beziehungsweise dann hier unten etwas tiefer bei 0,85, 3,03 in diesen Bereichen liegen. Das heißt, wenn diese Bewegung, schauen Sie mal, dieser letzte Trendarm hier, dieser untergeordnete Trendarm, der Markt tendiert ja generell hier etwas von oben nach unten. Das heißt, im großen Bild ist er weit nach unten, beziehungsweise auch im etwas kleineren Bild haben wir hier die Situation, dass wir fallende Hochkurse haben und wir haben gleichzeitig hier unten, Sie sehen es auch, fallende Tiefkurse. Das heißt, wir haben momentan generell so die Situation, dass dieser Markt momentan eher nach unten tendiert als nach oben. Aber wir sehen auch diese Tiefs, die hier unten gekommen sind, genauso wie auf der Oberseite die Hochs. Das waren aber so Ausschläge nach oben, beziehungsweise von unten Ausschläge nach unten, die dann dazu genutzt wurden, den Markt wieder hochzuschicken, gen Richtung der alten Hochkurse, die wir hier oben hatten. Und das ist genau der Punkt, was ich hier gesehen hatte an dieser Kerze. Bestätigt sich diese Kerze hier unten und der Markt läuft nach oben, dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass der Markt hier Stück für Stück nach oben läuft. Wohlwissend ist, wir traden hier gegen einen bestehenden Abwärtstrend. Das heißt, da sollte schon ordentlich Kursdynamik reinkommen. Das heißt, für mich persönlich, ich warte hier darauf, wenn spätestens um 10 Uhr der Handel in London beginnt, dann sollte hier Bewegung reinkommen. Dann sollten die Märkte ordentlich nach oben ziehen, wenn es zu einer solchen Umkehr kommt. Fällt das flach, kommt es nicht zu einer solchen Umkehr, ist diese Idee für mich auch absolut nicht mehr relevant zum Traden. Das heißt, hier entweder es kommt dynamisch schnell zu einer Gegenbewegung, dann können wir auch relativ fix etwas steigende Preise sehen. Fällt allerdings der Markt schwach weiter, dann haben wir die Unterstützungsbereiche. Also das heißt, ich warte hier entweder auf eine Dynamik nach oben, das wäre dann interessant für einen Trade auf steigende Preise. Und entsprechend, wenn der Markt weiter schwach bleibt, dann kann es auch ganz gut sein, dass sich dieser Abwärtstrend hier weiter dynamisch nach unten fortsetzt, weil übergeordnet ist der Bild natürlich von oben nach unten gerichtet. Das zum Euro-britischer Pfund. Und wie schon gesagt, liebe Zuschauer, wenn Sie Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, stellen Sie diese Fragen einfach direkt in den Chart rein. Und damit wechsle ich direkt noch zum britischen Pfund, japanischer Yen für Sie in den Chart, britischer Pfund. Da gucken wir auch mal in den Tageschart. So, kleinen Augenblick, hier haben wir den Yen, alles klar. So, was haben wir hier? Interessante Situation, auch wieder im Tageschart. Allerdings auf der anderen Seite, hier haben wir momentan einen aufwärts gerichteten Markt. Sie sehen hier sehr, sehr schön diesen Trend, der hier Stück für Stück in den letzten Wochen nach oben gelaufen ist. Und jetzt kam es hier zu einer solchen Umkehrkerze, Gravestone Candle, Inverted Hammer, wie auch immer Sie das nennen möchten. Und interessant war, das habe ich in der Chart, in der Vorbereitung gesehen, schauen Sie mal hier, ich lege mal ganz kurz die Bollinger Bänder rein. Wir hatten hier eine Situation, dass der Markt über die Bollinger Bänder rausgelaufen ist, hier oben in diesen letzten Widerstandsbereich hinein und komplett umgekehrt. Diese Kerzenformation, diese Inverted Hammer, mit dem Schlusskurs an, beziehungsweise leicht außerhalb der Bollinger Bänder, kann dazu führen, dass wir sehen, der Markt ist hier hochgelaufen, vielleicht ein bisschen zu hoch und es könnte eine kurze Korrektur einsetzen. Das heißt, wir bräuchten hier dann entsprechend Dynamik nach unten. Das heißt, wenn wir hier vom Prinzip her mal in die Stunde hineinschauen, Entschuldigung, hier fehlt noch das entsprechende Handelssignal auch in der Stunde, dann wollen wir hier natürlich die Dynamik auch nach unten sehen. Das heißt, wir schauen mal auf den Trendverlauf der Stunde einfach rein und da werden wir sehen, dass der Markt hier so leicht anfängt nach unten zu tendieren in der Stunde. Sehen Sie das hier oben leicht und die letzte Bewegung, die starke Bewegung hatte hier ihren letzten Move sozusagen. Jetzt tendiert der Markt so runter, bricht dieser Trend hier. Dann kann es anfangen, dass diese Dynamik von oben nach unten ansetzt und hier dieses Zeichen dieser leichten Schwäche, das Signal, dass jetzt hier auch die Korrektur deutlich anfangen kann. Wenn das Ganze bestätigt wird, dann gibt es die Möglichkeit hier eines kurzfristigen Rücksetzer-Trades. Das heißt, so ein Reversal innerhalb einer weit gelaufenen Bewegung. Schauen Sie mal, die Bewegung kam ja von hier unten und ist sehr stark überdehnt. Und diese starke Überdehnung bringt hin und wieder mal diese Kursmuster mit hinein. Und wenn der Markt hier tatsächlich zur Schwäche neigt, dann sollte es auch relativ schnell gehen, dass der Markt nach unten läuft. Weil wir bewegen uns hier gegen einen Trend. Das heißt, wenn wir solche Signale traden, das muss sich immer jeder bewusst sein, dann sind wir im Bereich des ganz kurzfristigen Agierens und der Markt kann jederzeit wieder stärker aufweisen und in Haupttrendrichtung laufen. Das heißt, hier bitte auch etwas vorsichtig sein, dass Sie Ihr Risikomanagement auf alle Fälle mit im Griff haben. Also,
das zum Währungspaar britischer Pfund, japanischer Yen. Damit bin ich mit den heutigen Handelsideen von meiner Seite her durch. Ich möchte Sie einladen, für all diejenigen von Ihnen, die das Video nachher im Laufe des Tages in der Aufzeichnung schauen, egal ob auf Facebook oder auf YouTube, den Kanal, YouTube-Kanal von Tickmill. Wenn Sie es mögen, geben Sie dem Ganzen ein Like. Wenn Sie nichts verpassen möchten, dann treten Sie doch einfach der Gruppe auf Facebook bei, der Tickmill Deutsch-Seite, beziehungsweise abonnieren Sie den Videokanal und dann werden Sie hier auch nichts mehr verpassen, weil Sie automatisch über die entsprechenden Workshops beziehungsweise Webinare am Morgen auch benachrichtigt werden. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz tolle Trades, einen angenehmen Tag und wir sehen uns dann auf alle Fälle am morgigen Tag wieder. Bleiben Sie gesund und bis morgen, Ihr Mike.